Professor Georgi Dvali am Europäischen Institut für Kernforschung CERN in Genf in der Schweiz. Als einer der weltweit führenden Experten verbindet er in seiner Forschung zwei verschiedene Wissenschaftsbereiche, die Teilchenphysik und die Kosmologie. These two fields of research, particle physics and cosmology, these two areas are extremely closely related. Normally it may sound surprising because the universe is very large, it's big, huge, and elementary particles are very small. But nevertheless, the laws of nature that operate at among elementary particles are precisely the laws of nature that also govern the dynamics of the whole universe. Seine Theorien werden im Large Hadron Collider, einem riesigen Teilchenbeschleuniger, getestet. In ihm lassen Professor Dvali und seine Kollegen Teilchen in sehr hoher Geschwindigkeit zusammenstoßen. Diese Kollisionen erzeugen zahlreiche weitere Teilchen, welche Informationen über die Struktur der Materie liefern. Some of the most exciting predictions that we are looking forward to be tested are things such as creation of microscopic black holes, the small black holes at the accelerator in the particle collisions, or seeing some evidence for large extra dimensions. And this would be unspeakably exciting for us. Die Erzeugung eines schwarzen Lochs, selbst wenn es mikroskopisch klein wäre, würde es Professor Dvali und seinen Kollegen ermöglichen, die viel diskutierte Hypothese zu beweisen, dass sich auf der Ebene der Elementarteilchen weitere räumliche Dimensionen zeigen könnten, mehr als die drei, die wir bis heute kennen. Als Humboldt-Professor wird Professor Dvali seine Forschung am Arnold-Sommerfeld-Center der Ludwig-Maximilians-Universität München weiterführen. Zusätzlich ist eine enge Kooperation mit dem dortigen Max-Planck-Institut für Physik vorgesehen. Einmal eröffnen sich dadurch für uns neue Perspektiven, denn Herr Dvali forscht ja auf einem Gebiet, was hier an sich noch nicht so sehr vertreten war. Er hat ganz wichtige Arbeiten über extra Dimensionen gemacht, wie man sagt. Und das fügt sich einerseits sehr gut ein, denn wir arbeiten hier an der Stringtheorie und auch an Kosmologie und gewissermaßen wird Herr Dvali auch ein Bindeglied sein zwischen verschiedenen Richtungen hier im Hause. Die LMU München arbeitet darauf hin, ein weltweit führender Standort für kosmologische Teilchenforschung zu werden. Mit Professor Dvali beabsichtigt die Fakultät für Physik, zu den führenden Institutionen für Teilchenkosmologie in Harvard und Stanford aufzuschließen, indem die hervorragend strukturierte Forschungslandschaft für Photonik, Nanosysteme und Grundlagenphysik in München ergänzt wird. My inspiration is precisely to understand how the nature works. Because there are mysteries all around, and I like mysteries, solving them. So that's my motivation to understand the final truth.